Mensch, Emanuele, was machst denn du da? Lass meine Aggression aus hier. Och, bitte. Mensch. Ach, was? Ich hab mich so geärgert. Du hast dich geärgert? Ja. Und dann vergeht er eigentlich. Ja, natürlich. So, also dann, was dann du kannst du jetzt aufhören. Wenn du jetzt schon ein wenig vergangen bist, kannst du aufhören. Also ich brauch das nicht. Warum? Also guck jetzt, bist du aber schon viel besser. Das ist besser? Ja. Ja, dann ist gut, dann ist gut. Sowas brauche ich nicht. Warum? Eine Frage. Ja. Wie gehst du mit Aggression um? So arche viel Aggression habe ich nicht. Erstens einmal, wenn was ist, dann tue ich erst einmal überlegen, was der andere gemacht hat. Erst muss man mal ein bisschen stiller werden. Aha. Und in Ruhe nachdenken, was hat denn der gemeint? Aha. Und im Grunde ist das manchmal gar nicht so arg. Aha. Und dann, wenn ich ruhig bin und überlege so, ja, und das kommt darauf an, wie der andere reagiert. Ob er jetzt trotzig ist und geht fort, dann tut mir das auch leid. Ne? Aber wenn er sagt, oder nach einer Weile vielleicht kommt, du, es hat mir doch leid getan. Oh, sag ich, dazu mach dir doch Sorgen. Ich bin guter Dinge, das ist jetzt vergeben, aus. So schnell kannst du? Jawohl, das habe ich schon immer so gemacht. Mein Lieber, und das ist aber eine ganz Gabe. Prim. Und wenn, und also wenn er gar nicht reagiert, dann lasst man doch den in Ruhe. Aber wenn man jetzt zurückgibt, dann geht der Streit an. Dann tut der, das hat mich geärgert, jetzt gebe ich zurück. Also das und das ist nicht richtig, darum hast du mich geärgert und jetzt machst du das. Und dann, wenn der nicht drauf eingeht, dann geht es wieder. Und da geht der Streit an, hin und her. Ja. Und so gehen auch die Griechen an. Die einen bombardieren, so, die haben das gemacht, wir müssen zurück. Die geben wieder zurück und so ist der Krieg entfesselt. Ja, das stimmt schon. Und das so geht es im Kleinen an, in der Familie geht es an. Aber Schwester, ich habe das nie verstanden, dass der Herr sagt, man soll 77 Mal verzeihen. Ja, sobald... 77 Mal, weißt du, wie oft das ist? Ach, ja eben, weil man das nicht zählen kann. Darum hat er so eine Zahl gesagt. Das kann ich nicht vorher ausrechnen. 490. Aber er hat ja 7 mal 70 Mal, das tue ich ja nicht ausrechnen. Das ist aus dem Evangelium nach, steht gar nicht da, Lukas. Nach Lukas, also gut. Seht euch vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Also wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Und wenn er sich 7 Mal am Tag gegen dich versündigt und 7 Mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will umkehren, so sollst du ihm vergeben. Aber guck, Jesus will, dass er aber auch kommt und um Vergebung bittet. Ne? Erst muss ja der dann kommen und bitten, bevor der vergeben kann. Ne, so sehe ich das da. Da muss erst einmal Reue da sein und das geht nicht so einfach, dass ich ständig vergebe, dann machen die anderen, was sie wollen. Erst muss von Reue innen rauskommen. Von innen. Das muss von innen kommen. Es muss alles von innen kommen. Man kann nichts äußerlich anhängen. Genau. So, und jetzt habe ich. Das ist gar nicht so einfach. Ich schlucke eher. Also ich bin nicht der Typ, der das Gespräch sucht, sondern dass ich zwar die Wut spüre, aber auch oft das einfach runterschlucke und gar nicht anspreche. Und das ist ein großer Fehler. Also da kann der andere sich auch gar nicht bessern. Ne, wenn er merkt, dass er mich verletzt hat, dann kann der andere sich nicht bessern, weil er das anders sieht wie ich. Ja, von daher ist es wichtig, dass man das Gespräch sucht und mit dem anderen auch redet. Und das entlastet auch. Wenn man darüber geredet hat, das merken wir ja auch, wenn ich mit dem anderen drüber rede und es geht dann langsam wieder besser, das entlastet. Man kann freier auf den anderen wieder zugehen. Schwester Ludgard, diese 2 Boxhandschuhe, ja. Wenn ich die zueinander lege, was siehst du da drin? Also, das ist wie ihr Herz. Genau. So, guck schön. Guck genau. Mal an. Die 2 kommen wieder zueinander. Ja, ein Herz dann wieder. Genau. Und können sich herzlich begegnen.
Sehr schön. Gell? Ja, und so muss sein. Bloß nicht nur schlucken. Du, das ist nicht gut. Beten. Die beten auch, das ist beten ja gut. Beten der Hände. Sie beten. Ja, das Gebet ist auch noch wichtig. Machen wir das nächste Mal. Im Gebet. Probier doch erstmal mit dem Boxen. Oh nein, nein. Wenigstens die Handschuhe mal. Schau mal, das sieht bestimmt toll aus. Die junge Schwester. Oh, ja, ja, die Jüngste. So. Nee. So. Und du kannst ja mal einfach. So. Och nein! Also ich brauche das nicht. Das strengt mich. Also gut, Schwester. Da bin ich zu alt dazu.